Konzentrationsschwierigkeiten, dir fehlt der Fokus, dir fällt es immer wieder schwer, dich auf eine Aufgabe wirklich zu konzentrieren? Kein Problem. Wenn du so viel Zeit vor deinem Rechner, vor deinem Handy, vor mobilen Endgeräten verbringst, kann es schon mal sein, dass du einen sogenannten Digital Overload hast. Was bedeutet das? Dein Körper ist einfach nicht dafür ausgelegt, so schnell so viele Informationen und so viele visuelle Reize zu bekommen. Aber keine Sorge, ich erkläre dir im Folgenden, was du tun kannst, um deine Konzentrationsschwierigkeiten zu beheben, um entspannter zu sein und vor allem, um mehr Fokus zu haben und mehr Konzentration. Mein Name ist Luise Walter, ich bin Expertin für neurozentriertes Training und ich zeige dir, was du aktiv tun kannst gegen Konzentrationsschwierigkeiten für mehr Fokus und Leichtigkeit. Für die Übung stellst du dich aufrecht hin. Achte darauf, dass die Knie nicht durchgedrückt sind, weil ich es mir einfacher machen möchte und noch mehr Fokus, noch mehr Konzentration haben möchte, nutze ich den Sound Vibe. Das sind Knochenschallkopfhörer, die es dir leichter machen, in die fokussierte Position hineinzukommen und vor allem die Konzentration auch während der Übung die ganze Zeit zu halten. Du kannst entweder deine eigene Musik hören oder, kleiner Tipp, Pink Noise oder Brown Noise darüber hören. Geht ganz einfach. Ansonsten, wenn du das Gerät nicht hast, ist es auch völlig in Ordnung, ist aber eine absolute Empfehlung. Achte wieder darauf, deine Wirbelsäule ist schön gerade. Du legst eine Hand auf den Bauchnabel und die andere Hand auf den Brustkorb. Dann atmest du entspannt und tief durch die Nase ein und schiebst beide Hände nach oben mit der Einatmung und mit der Ausatmung nach unten. Mit der Einatmung schiebst du die Hände und damit die Haut und das Gewebe nach oben. Und mit der Ausatmung wieder nach unten. Und nochmal mit der Einatmung nach oben. Und mit der Ausatmung wieder nach unten. Schüttle die Hände aus, atme noch einmal tief durch die Nase ein und durch die Nase wieder aus. Für die nächste Übung nimmst du den Vision Stick. Streckst deinen Arm aus, achtest darauf, dass du mit beiden Augen den oberen Buchstaben fixierst. Und jetzt machst du eine langsame spiralförmige Bewegung mit der Hand und dem Arm. Und beide Augen folgen die ganze Zeit dem Buchstaben. Das heißt, du machst die Bewegung auch nur so schnell, wie du das mit deinen Augen verfolgen kannst. Du kannst die Bewegung nach oben und unten machen. Du kannst die Bewegung aber auch nach rechts und links machen. Achte darauf, dass dein Kopf die ganze Zeit stabil bleibt und sich nur deine Augen bewegen. Dadurch, dass ich viel vor dem Rechner sitze, mache ich es mir einfacher. In meinem Fall nutze ich eine gelbe Farbbrille. Das heißt, meine Augen sind fokussierter und es fällt mir leichter, gleich die nächste Übung zu machen. Das ist aber sehr, sehr individuell. Das kann gut sein, dass bei dir beispielsweise rot, grün oder blau besser wirkt. Das sollte man testen. In meinem Fall, ein gelber Farbton sorgt für mehr Fokus und damit für mehr Entspannung während der Übung. Das hat den Effekt, dass meine Augenmuskulatur entspannen kann und die Augenfolgebewegungen bei den Augenspiralen leichter stattfinden. Das kannst du dir so vorstellen, als ob deine Schulter- und Nackenmuskulatur angespannt ist und du sie bewusst über die Farben, die auf die Netzhaut auftreffen, entspannen. Teste aber für dich individuell, welcher Farbton dir am besten tut. Das heißt, selbe Bewegung wie davor, bloß dass ich das Ganze mit der Farbbrille mache. Du kannst das testen, auch in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Wechsel auch hier gerne nochmal die Hand. Achte darauf, dass beide Augen die ganze Zeit der Bewegung folgen. Und komm zur Mitte zurück. Atme nochmal tief durch die Nase ein und tief durch die Nase wieder aus. Bei der nächsten Bewegung fokussieren wir uns darauf, dass wir die Halswirbelsäule trainieren. Das heißt, wir mobilisieren die Beugung und Streckung und die Rotation nach rechts und links. Das sind Bewegungen, die du im Laufe des Tages selten machst. Auch hier, ich zeige dir das mit der Farbbrille, die ist nicht notwendig, macht es aber deutlich angenehmer, weil einfach ganz zentral vom Gehirn aus meine Nackenmuskulatur von der Anspannung etwas nach unten gefahren wird. Das heißt, ich strecke auch hier wieder den Arm aus, schaue mit beiden Augen auf den oberen Buchstaben und gehe dann so weit in die Rotation, jeweils zu beiden Seiten quasi den Kopf nach rechts und links rotieren, dass meine Augen noch auf dem oberen Buchstaben bleiben. Du kannst auch hier die Geschwindigkeit wieder anpassen, sodass du die ganze Zeit den Buchstaben noch scharf sehen kannst.
Komm dann langsam zur Mitte zurück. Wechsle die Hand. Und jetzt machst du das Ganze nochmal in Beugung und Streckung. Das heißt, du bewegst langsam deinen Kopf nach oben und unten. Die Augen bleiben die ganze Zeit auf den Buchstaben. Wenn du eine Brille aufhast, achte darauf, dass du nicht so weit gehst, dass du über den Brillenrand guckst, sondern dass du wirklich mit beiden Augen die ganze Zeit den Buchstaben gut fixieren kannst. Komm dann wieder zur Mitte zurück. Atme nochmal entspannt durch die Nase tief ein und tief wieder aus. Für die letzte Übung brauchst du die Farbbrille nicht mehr, weil es nicht mehr um die Augenmuskulatur und nicht mehr bewusst um die Nackenmuskulatur geht, sondern du gehst jetzt nochmal in eine Atemübung. Das heißt, du legst beide Hände entspannt auf den Bauch und atmest gleichmäßig tief bewusst in deine Hände in den Bauch hinein, durch die Nase ein und durch die Nase wieder aus. Und nochmal durch die Nase ein, bewusst in den Bauch und durch die Nase wieder aus. Gehst jetzt eine Etage höher auf die Rippenbögen, atmest auch hier wieder bewusst in deine Hände, in die Rippenbögen ein durch die Nase und aus durch die Nase. Noch einmal tief durch die Nase ein, in die Rippenbögen und tief durch die Nase wieder aus durch die Rippenbögen. Und legst die Hände dann nochmal auf den Brustkorb und auch hier nochmal tief durch die Nase einatmen. Und durch die Nase wieder ausatmen. Und noch einmal tief ein. Und tief ausatmen. Lass die Hände wieder locker. Achte nochmal darauf, dass die Knie locker sind. Gerade Wirbelsäule. Und zum Abschluss noch einmal tief durch die Nase ein. Und tief durch die Nase wieder ausatmen. Wie fühlst du dich jetzt? Merkst du, dass du fokussierter und konzentrierter bist? Du kannst immer wieder diese Übungen nutzen, um in eine Konzentrationsphase hineinzugehen. Wenn du merkst, dass du Konzentrationsschwierigkeiten hast, nutze idealerweise eins der unterschiedlichen Tools. Teste für dich persönlich, was passt. Wenn du mehr Fragen dazu hast, dann geh am besten auf arztneuro.com, um mehr Informationen zum neurozentrierten Training zu bekommen.